Jo Leute und willkommen wieder hier auf meinem Reaction-Kanal. Schön, dass ihr am Start seid, schön, dass ihr auch diese Reactions anguckt, obwohl ich gerade im Ausland bin, in Österreich. Na gut, ist eigentlich das 17. Bundesland, ne? Aber wollen wir mal nichts weiter sagen. Wir gucken uns jetzt mal das Video von TJ an. Er hat sich zwar entschuldigt, aber TJs Wochenshow, da geht es mal wieder um Orange Morange, um Tanz und Pop und so weiter. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir chillen uns jetzt hier komplett rein. Und damit Gumo und willkommen zur richtigen Wochenshow. Heute geht's um die militante Veganerin, weil die war einfach bei einem Rap-Battle mit dabei. Eine andere Internet-Persönlichkeit, die auch viele Leute kennen, hört jetzt auf, hat da... Oh lol, okay, das kenne ich schon. Ich würde sagen, wir beschränken uns in dieser Reaction nur um diesen Orange-Tanzverbot-Skandal oder Beef. Und den Rest habe ich schon bei Kuchen TV tatsächlich gesehen, in der Cake News. Dann aber Berg, warte mal. Dann verdiene ich gar kein Geld mehr. Und Orange Morange versus Tansi geht in die nächste Runde. Ach, und ich hoffe, mein Wochenshow-Gag von gestern hat nicht zu viele Leute abgepackt. Naja, mal sehen. Jetzt heißt es aber erstmal, wie immer, let go. The king goes. Bevor es mit dem Thema der militanten Veganerin losgeht, Bro, so gehst du nie wieder mit Tieren um. Es macht gerade ein Video die Runde, in der Hasbulla eine Katze am Ohr zieht und die auf den Kopf haut. Nicht sehr verletzend für die Katze, aber super respektlos und total unnötig. Ja, Mann. Das habe ich auch gesehen. Wer hat das geteilt in seiner Story? Irgendwer. Trey Mundo hat es geteilt. Und ja. Also völlig unnötig. Also er hat, glaube ich, der Katze so ein bisschen am Ohr gezogen und dann so kurz draufgehauen und so. Also warum macht man so? Also erstmal, warum macht man sowas? Und zweitens, warum gibt es, ich frage mich das auch, hat man da kein Verantwortungsbewusstsein, dass wenn man sowas macht und irgendwie filmt jemand sowas, dass man dann sagt, ey, nee, ich stelle es nicht online. Was ist denn das, finde ich? Also so dumm, ohne Witz, ich check das nicht. Ich selber habe ja auch eine Katze, ich würde niemals mit der Katze so umgehen. Ja, dann auch öffentlich zeigen, ach, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob er das hochgeladen hat oder irgendjemand anderes, aber... Da muss ja jemand anders das gesehen haben, wie er die Katze so behandelt. Also, da fehlt mir alles. So, die militante Veganerin war bei einem Rap-Battle mit dabei. Eine Gegenargumente okay, schlechter das, als... Das kennen wir schon. Ich werde das jetzt einfach mal skippen und zu dem Orange-Part kommen. Hier haben wir noch Drachenlord. Drachenlord kennen wir auch schon. Und, was ist hier los? Ja, hier kommt dann der Orange-Teil scheinbar. Ja, GG. Hätte man sich auch vielleicht vorher ausmalen können, dass wenn man aufhört mit einem Job, dass man dann halt eben kein Geld mehr verdient. Das Krasse ist wirklich noch, dass TikTok vorher angekündigt hat, dass er eben aufhört, hat er erhalten bleiben, weiter mit dem Video. Okay. Tansi versus... Oha, okay, also der Hauptpart geht trotzdem über Tansi und Orange 10 Minuten lang, holy shit. Orange Morange geht in die nächste Runde. Ich glaube, die Four-Story kennt mittlerweile jeder. Ansonsten hier ultra kurz zusammengefasst. Beide mögen sich absolut nicht, haben Tweets und Videos gegeneinander gemacht und irgendwann hat einfach Orange Morange beschlossen, die Adresse von Tanzverbot einfach zu leaken. Wer mehr wissen will, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort ist eine Zusammenfassung. So, auf jeden Fall, wie letzte Woche schon angekündigt, hat Tanzverbot jetzt eben einen Anwalt kontaktiert, um halt Orange Morange ordentlich wegzuklatschen, weil irgendwas muss wohl jetzt passieren. Und neben dem Problem, dass es für Tanzi natürlich jetzt erstmal ein bisschen teuer wird, weil er muss natürlich erstmal die Anwälte selber bezahlen, gibt es halt auch das Problem, dass Tanz... Ja gut, es gibt natürlich aber auch Hobbyanwälte, die dann raten, lieber gar nicht dagegen vorzugehen. Das ist natürlich auch eine Option. Sollte man aber nicht machen, wenn es ums Prinzip geht. Ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig, liebe Freunde. Sie jetzt halt eben durch den Leak miese Paranoia schiebt, wer sich halt eben alles in seiner Gegend aufhält. Ich war beim Anwalt. Das Ganze wird ziemlich teuer, weil da auf jeden Fall andere Instanzen mit eingeschalten werden. Ich habe Kopfschmerzen, weil ich immer wieder Screenshots bekomme von Leuten, die sagen, ey, lass mal da hinfahren, wir wollen mal ein bisschen Ärger machen. Ich habe Kopfschmerzen. Bei jedem Geräusch, das ich höre, dass es wieder auf die Situation zutrifft, dass irgendwer wegen mir vor der Tür steht. Ich muss euch sagen, guck mal, ich bin ja schon vorbelastet, was die Situation angeht, diese Leak-Scheiße. Ich war ja damals in Oranienburg, wurde ich ja auch komplett weggeleakt und vor meiner Tür standen bestimmt 500 Leute. Unter anderem auch 30 mal Polizisten und 20 mal Feuerwehr und sowas. Und da hat sich in mir so eine Paranoia gebildet, die irgendwie so weit geht, dass jedes Geräusch, was um mich herum passiert, ich irgendwie auf mich beziehe oder ich denke, dass es wegen mir passiert. Es hat nicht damit zu tun, dass ich irgendwie Angst davor habe. Es geht einfach darum, dass dieser
da, die, dieser, dass ich so eingezwängt werde, selbst in meinen privaten Bereich. Und das ist jetzt halt wieder so, dass ich merke, dass so diese Paranoia so ein bisschen zunimmt. So, jetzt ist es wieder, wenn hier irgendwelche Jugendlichen langlaufen, ich gehe 100% davon aus, sie sind wegen mir hier. Ich gehe nicht davon aus, dass hier irgendwo in der Umgebung auch Jugendliche wohnen. Nein, ich gucke den eine Stunde hinterher, weil ich denke, die drehen sich um, weil die sind wegen mir da. Jetzt geht das wieder los. Und ey, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Wenn halt wirklich Tausende deine Adresse haben und halt auch wirklich... Zumal bei Tanzverbot ist ja nochmal das Besondere, den kennt halt jeder. Also der ist halt kein Unbekannter, den kennt sogar meine Mom. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein Tanzverbot so ein unbekannter Typ ist, den kennen jetzt nur junge Leute und wenn überhaupt nur ein paar. Nee, Tanzverbot ist halt wirklich jemand, der hat so eine Bekanntheit in Deutschland, das wird auf jeden Fall kritisch. Also fast jeder hat ihn schon mal gesehen. Wirklich viele Leute schon angekündigt haben, dass sie jetzt vorbeikommen werden, dann kann ich vollkommen nachvollziehen, dass man bei jeder kleinsten Kleinigkeit ja sofort denkt, dass es irgendwie was mit einem zu tun hat, obwohl es vielleicht irgendein Random ist, der einfach nur da langläuft. Und um das Problem zu beheben, hat Hansi halt jetzt eben schon fest angekündigt, dass er halt eben zu 100% umziehen wird, beziehungsweise umziehen muss. Ja, und um da drumherum zu kommen, muss ich wohl höchstwahrscheinlich wirklich, muss ich wieder umziehen. Ich wollte ja eh umziehen, das kommt halt noch dazu. So, der Wohnungsmarkt und Immobilienmarkt ist gerade absolute Scheiße. Muss ich erstmal gucken, wie ich das mache. Ja, das ist alles gerade ziemlich schwierig. Und in dieser Situation ist Tanti halt eben wirklich nur wegen dem absoluten Loser. Also das hatten wir auch kurz angesprochen. Das war das, was auch Tobias Huch mal gemeint hat in einem Gespräch mit mir. Das war gar nicht mal so schlau zu sagen, wenn er meinte, ich wollte eh umziehen. Ne? Weil wenn du einen Orange daran bekommst, ne, wegen Schadensersatz oder sonstiges, dann könnte das halt schon so ein bisschen strafmildernd sein, wenn er behauptet danach, ja, ich wollte eh umziehen. Ne, nicht, dass dann die Schadenssumme geringer wird, weil er wollte das ja eh machen. Hätte er vielleicht gar nicht mal so sagen brauchen, aber ich meine, ich glaube, es ist eh nur eine Prinzipiensache und nicht eine Sache von, ey, du musst jetzt so und so viel zahlen, sondern einfach nur, yo, du wirst jetzt auch mal rechtlich belangt, egal wie hoch die Summe ist. Move von Orange Mount. Ja. Was man Kevin aber wenigstens ein bisschen zugutehalten muss, ist, dass er sich jetzt halt wenigstens finally mal entschuldigt hat. Also er jetzt selber endlich auch mal eingesehen hat, yo, das war halt ein Loser-Move von ihm. Auch wenn er halt eben sagt, dass diese Aktion bzw. die Sachen, die er danach gemacht hat mit dem Lügen, dies, das, dass es halt eben keine Lügen wären, sondern halt eben, dass er nur rumgetrollt hätte. Das sind tatsächlich keine Lügen, sondern das ist einfach ganz großer Troll. Also wenn ich wirklich lügen wollen würde. Ist auch tatsächlich, Orange ist auch der größte Scherzkeks dieser Geschichte. Und ich finde es wirklich krass, ich finde ihn sehr, sehr lustig. Ne, also man könnte fast meinen, er ist ein Comedian, so ein unfassbar lustiger Typ ist er. So weißt du, ich finde Orange ist so Mario Bart 2.0, nur halt noch lustiger. Würde ich die ganzen Dinge ganz anders angehen. Also ich bin einfach jemand, ich bin ein Streamer, ich versuche immer zu entertainen und versuche einfach da rumzutrollen und halt ein bisschen Scheiße zu labern. So ein auf, ja, ich wollte mir Wohnung anschauen oder so. Und deswegen bin ich heute hier, um eine letzte finale Ansage zu machen. Ich mache diesen Stream hier, um öffentlich tatsächlich zu meinen Fehlern zu stehen. Tanzverbot hat es auf jeden Fall verdient, dass ich mich bei ihm entschuldige, denn die Aktion, die ich da gemacht habe, geht wirklich nicht. Und ich mache diesen Stream, auch wenn ich vielleicht davon ausgehe, dass Tanzverbot meine Entschuldigung nicht annimmt. Das verstehe ich voll und ganz. Also so viel, wie vorgefallen ist. Also denkt ihr, man kann ihm glauben in der Hinsicht, dass er sagt, ey, das tut mir jetzt ehrlich leid? Also mir kommt das so, weißt du, er redet so sehr, er redet nicht so reumütig, sondern er redet eher so wie, ja, ich habe eh so viel Geld, denkst du, also wenn ich jetzt Strafe zahle oder irgendwie einen Umzug bezahlen muss, denkst du, es juckt mich. Irgendwie wirkt, ich habe so ein bisschen den Vibe. Ich habe jetzt nicht so diesen Vibe mit, ey, das tut mir wirklich leid, ich habe dir da echt Unrecht getan. Irgendwie wirkt es mir nicht so. Gut, ich bin natürlich auch nicht 100% neutral bei der ganzen Thematik, beziehungsweise, was heißt bei der ganzen Thematik, aber bei Orange, er ist mir sowieso ein bisschen komisch, aber er redet so abgeklärt, als wäre die Sache schon 10 Jahre her und als wäre das alles nicht so schlimm. Obwohl es halt obvious sehr schlimm ist. Wir müssen nicht die besten Freunde werden, aber ich bin auch ein ganz normaler Mensch, ich habe auch meine Fehler und ich habe in dem Moment emotional dumm reagiert, war wütend, ist ja so ein sehr langer Streit, der schon sehr, sehr sehr, sehr lange vonstatten geht. Ich finde es auch lustig, wie er es sagt. Ich bin auch nur ein Mensch, das war. Und Menschen sind ja. Oder Fehler sind ja menschlich. Ich finde es halt lustig, weil das Ganze ja geplant war. Ja, und die Frage ist, wenn du aus Emotionen handelst, dann kann man das ja irgendwo nachvollziehen, aber
Hat er hierbei aus Emotionen gehandelt? Ich glaube nicht, weil die Sache war ja schon geplant gewesen. Die war vorm Stream offensichtlich geplant, oder zumindest wirkte das so, dass es geplant gewesen ist. Und es wirkte ja auch so, ich glaube, Tanzverbot hatte gemeint, yo, du hast ja schon deinen Stream-Ankündigungen immer mal was geleakt von mir. Das kam erst später raus. Hat Tanzverbot gemeint. Und dann wirkt die Sache ja noch geplanter. Und die Frage ist es dann aus Emotionen gehandelt und fehlerhaft? Oder ist es eine bewusste Entscheidung, wo man das in Kauf nimmt, dass der andere halt übelsten Schaden erleidet und man selbst sagt so, ja gut, ich kann es mir eh leisten, wenn er mich jetzt anzeigen würde. Ich weiß nicht, irgendwie hat das diesen Vibe. Und deswegen Tanzverbot hat all... Aber vielleicht kann ja doch nochmal der ein oder andere Hobbyanwalt oder Jurist oder ein Solmecke kann mich da ja auch nochmal berichtigen in der Hinsicht. Ich bin da wahrscheinlich zu befangen in meiner eigenen Meinung, weil die ganzen Meinungs-YouTuber ja eh die wollen halt auch gar nicht fair sein. All das Recht, zum Anwalt zu gehen. Ich werde natürlich für meine Fehler gerade stehen. Dazu hat Kevin übrigens angekündigt, dass falls es halt eben Umzugskosten auf Tanzi fallen würden, dass er die übernehmen wird. Und wenn Tanzverbot in irgendeiner Art und Weise deshalb umziehen muss, werde ich für die Kosten aufkommen, natürlich. Also das ist für mich selbstverständlich, auch als Zeichen, um zu zeigen, dass ich es wirklich ernst meine. Das ist natürlich an sich ein recht guter und auch auf jeden Fall angebrachter Move von ihm. Macht er aber natürlich nicht das gut, was er halt eben Tanzverbot angetan hat und in welche Situation er jetzt eben Tanzverbot halt eben wieder gebracht hat. Tanzi findet die Entschuldigung von Orange Mounge übrigens gar nicht so. Die Frage ist aber, hätte er, also wenn jetzt natürlich dieser Prozess läuft und dann irgendwann wird ein Urteil gefällt, wäre das nicht ohnehin Pflicht? Also ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob das dann die Pflicht ist, ihm das zu zahlen, diesen Umzug? Das ist gerade die Frage, die ich mir stelle. Also wäre es nicht ohnehin dann Pflicht, den Umzug zu zahlen? Also für mich ist das eher so ein bisschen Schadensbegrenzung, was ein Orange da betreibt. Und er ist jetzt einer der Leute, wo man sagen kann, ey, du hast Adressen geleakt oder du hast eine Adresse geleakt, du hast jemand gedoxt. Das ist eine sehr schwere Sache. Und ja, sobald das jemand mal bei ihm machen würde, kann er sich ja nicht mal so krass beschweren darüber, weil er es selber schon gemacht hat. Also man sollte das niemals machen, aber er hat sich damit selbst richtig hart belastet. Richtig, richtig hart. Geil, habe ich das Gefühl. Also er sagt, dass es sich so anfühlt wie von oben herab, weil Orange Mount halt eben einfach sehr viel Geld hat und so ja nach dem Motto, yo, ich bewerf dich mit 10.000ern, weil ich habe halt so viel Geld, so dieses, ja, von oben herab halt. Er hat ein ständiges Grinsen im Gesicht. Er meinte die Entschuldigung null ernst. Ist mir scheißegal, ob er es ernst nimmt oder ob er es nicht ernst nimmt. Fakt ist, ich werde das komplett durchziehen. Weil das jetzt einfach wieder so eine von oben herab, so eine oben herab Art und Weise ist. Das ist einfach so dieses, Digga, ich habe mein Geld auf dem Konto, ich bin mir sicher, mir passiert hier nichts im Ausland, ich muss mir keine Gedanken machen. Digga. Nein. Und das er wird durchgezogen. Er hat gesagt, er nimmt Konsequenzen in Kauf. Er hat sich ernsthaft für alles entschuldigt und will alle Kosten übernehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade seht, weil ich kann gerade nicht sehen, was, wo meine Facecam ist, aber gespendet hat Knecht. Nehmen. Ja, muss er. Alter, ist das geil! Was denkt ihr jetzt, was ich mache? Denkt ihr jetzt, ich gehe Montag, hey, ich gehe jetzt Montag zu meinem Anwalt. Hey, ja, der Kevin, der hat sich entschuldigt on stream. Ich glaube, wir können die Sache sein lassen. Nee, da müssen wir, nee. Hat sich erledigt. Das lassen wir sein. Und ey, ich kann es vollkommen nachvollziehen alles. Vor allem sollte man sich halt durch eine Entschuldigung juristisch nicht blenden lassen. Also er muss auf jeden Fall juristisch weiter gegen ihn vorgehen, weil das sind halt einfach Moves, die gehen nicht. Dagegen muss man was tun. Dazu gibt es übrigens noch eine kleine Ansage vom lieben Solmecke. Sollte jemand wirklich überlegen, zu Tanzverbot hinzufahren, belästigen, dort Fotos zu machen or whatever. Klar, allein vom reinen Menschenverstand sollte man Tanzverbot nicht dort belästigen, so das sollte jedem klar sein. Aber es hat auch juristische Folgen und auch wirklich teure Folgen, solltet ihr das machen. Wer in die Wohnung, in die Geschäftsräume oder das befriedete Besitztum eines anderen oder in abgeschlossene Räume, welche zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt sind, widerrechtlich eindringt oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. Also wir reden jetzt von den Leuten, von denen Tanzi gerade gesprochen hat, die vor seiner Wohnung abhängen und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Da geht es darum, dass ihr beispielsweise ein Teleobjektiv dabei habt und ihn in seiner Wohnung beispielsweise fotografiert, bis zu 2 Jahre. Da geht es schon alleine, muss ich sagen, um das Anfertigen des Bildes. Also ganz heftig, ja, wenn man in die Wohnung, die ist so krass geschützt in Deutschland, wenn man in die Wohnung rein fotografiert, das geht überhaupt nicht. Vielleicht könnte auch dieses
herum abhängen vor der Wohnung eine Nachstellung sein. Und da heißt es, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren, also seht, wir steigern uns hier langsam, wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen, indem er wiederholt, erstens, die räumliche Nähe zu dieser Person aufsucht. Räumliche Nähe. Das heißt, hier geht es also auch schon darum, dass man auf der Parkbank vorher immer wieder abhängt. Also nicht machen, nicht hinfahren und lass den Jungen einfach in Ruhe. Ist aber, glaube ich, auch jedem aus meiner Community auch natürlich bewusst, denke ich mal. So, das ist der aktuelle Stand zwischen Orange Mounge und... Ja gut, aus jeder Community soll das eigentlich bewusst sein. Aber es gibt immer ein, zwei Leute, die keine Ahnung, einfach, das hat nichts mit Verstand zu tun oder so, sondern es hat nichts mit Raffen zu tun, die machen das halt bewusst, also die trollen halt da rein und wollen jemand schaden, werden dann am Ende des Tages bestraft und deswegen lasst es einfach schon sein, also bevor ihr euch dann selber noch belastet mit solchen Sachen. Einfach sein lassen, Mann, wirklich, die Privatsphäre ist super, super wichtig. Hallo? Ich will da weitermachen hier. Tanzverbot. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu einer weiteren kleinen Sache, die einfach mit Skirrus zu tun hat, weil jeder in der Tanzi versus Orange Mounge. Oh, was ist denn da los? Und Schematik ist sich ja einig, yo, Orange Mounge hat Tanzverbot gedoxt, das ist nicht legal, also kann Tanzverbot gerichtlich gegen ihn vorgehen. Orange Mounge hat gegen das Gesetz verstoßen. Skirrus meint jetzt aber nicht, Kevin hat gegen das Gesetz verstoßen, sondern Tanzverbot. Tanzverbot hat ein verbotenes hat ein Impressum drinne stehen, welches nicht erlaubt ist zu schreiben, weil dies nicht seine Privatadresse ist. That's it. Der Einzige, der hier gegen das Gesetz verstößt, meiner Meinung nach, ist Tanzverbot. Es ist so geil, Alter. Also, Tanzverbot wird gedoxt, aber Tanzverbot, das ist der Einzige, der sich hier strafbar gemacht hat, wegen dem falschen Impressum. Das kannst du keinem erzählen. Er meinte ja irgendwie auch, also Skirrus war der Ansicht, dass man die Privatadresse angeben muss, weil das ja dann eine ladungsfähige Adresse ist und so, also in sein Impressum. Ja, weil jeder einzelne deutsche YouTuber seine Privatadresse angibt und das ja die Vorschrift ist in Deutschland. Bro, what the fuck? Junge, ey, ich hab selten so viel Scheiße gehört. Das ist wirklich insane, wirklich. Also Skirrus, großen Respekt dafür. Junge, ich will kein... Ja, let's go. Ja, nee, ist klar, Digga. Das mit dem Impressum, dass man dort halt eben seine Privatadresse reinschreiben muss, ist natürlich absoluter Bullshit. Und die ganz Smarten von euch könnten, glaube ich, sogar schon an dem Wort Privatadresse ableiten, dass die Privatadresse nicht öffentlich ist. Aber was weiß ich schon. Generell hat Skirrus in dem Video sehr viel lustigen Bullshit verbreitet. Kann man sehr viel lustige Trinkspiele auf jeden Fall draus machen. Wer Bock hat, ein paar Gehirnzellen zu verlieren, ich habe auf das Originalvideo reagiert. Ich habe auf TJ da reagiert, auch gern abchecken. Es ist so lustig geworden. Leute, checkt das gern ab. Es ist so lustig geworden. Auch die anderen Videos, Junge. Ich habe letztens eine Reaction gemacht zu Tobias Huch. Es tut mir ja leid, aber es ist so lustig gewesen. Checkt das ab. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Da ging es auch um Orange. Oder ging es um dieses Solmecke-Video. Ich glaube, er hat sich da mit Solmecke und Orange, mit Solmecke hat er sich angelegt. Und mit Herr Newstime. Deswegen checkt das gern ab. Es ist super, super lustig geworden. Ehrlich, also ich habe fast schon Tränen gelacht dort. Das Originalvideo wurde übrigens mittlerweile schon gelöscht, aber meine Reaction ist auch online. Deswegen ist in der Videobeschreibung verlinkt. Zieht euch gerne rein. Ist schon lustig, was dieser Mann da von sich gibt. Das muss man ihm zugutehalten. Ist schon funny, was er da sagt. Ja, und abschließend lässt sich zu dem Orange Mounge vs. Tanzi-Thema natürlich sagen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Weil Tanzi geht natürlich jetzt gerichtlich gegen ihn vor. Und ich bin wirklich mal sehr gespannt, was da passiert. Ich halte euch natürlich hier wie immer auf dem Laufenden, deswegen, falls ihr es nicht verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Rein abonnieren. Und jetzt geht erstmal Abfahrt weiter zum nächsten Thema. So, das war's auch schon wieder mit der Wochenshow für diese Woche. Dazu ganz kurz anderes Thema. Und zwar bin ich in der Woche nach Ostern, also vom 12. bis 18. ungefähr, fliege ich spontan nach Malle. Und ich drehe auch ein, zwei Videos. Und ich bräuchte bei den Videos ein bisschen Hilfe. Wirklich nur ganz, ganz, ganz Kleinigkeiten. Weil ich fliege halt alleine hin und bräuchte halt einfach wirklich jemanden, der mir quasi beim Dreh bei so Mini-Kleinigkeiten helfen könnte. Heißt, sollte jemand aus deinem Umfeld oder vielleicht sogar du in der Zeit auf Malle sein, so in der Gegend Palma bzw. Ballermann halt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ist auch wirklich nur für was Kleines, maximaler Aufwand.
von ein, zwei Stündchen. Sollte jemand helfen können, gibt es natürlich ein paar Drinks auf meinen Nacken oder Kasten Bier oder was auch immer ihr wollt. Deswegen seid immer in die DMs, falls ihr da seid. Wäre auf jeden Fall nice, wenn sich hier jemand finden lässt. Ansonsten, ja, abonniert. Ja, ich bin da zufälligerweise tatsächlich gerade in dem Zeitraum da. Kappa? Nein, ich bin zwischen dem 14. und 16. April bin ich auf der Kaktus in Leipzig. Das ist eine Dreamhack 2.0. Ja, da freue ich mich. Ich hoffe, ich sehe auch einige von euch. Würde mich freuen und ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Auch wenn sie ein bisschen anders ist, die Qualität vielleicht nicht so zu 100% überkrass ist, aber das ist halt mein altes Mikrofon und das ist auch bloß ein Laptop, keine mehrere Bildschirme, sondern nur ein einziger Bildschirm. Deswegen seht ihr jetzt gleich auch, wie ich dieses Video hier beende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da und bleibt immer kritisch. Ne? Das ist immer wichtig und richtig an der Stelle. Ja, und jetzt muss ich das hier einstellen. Warte, jetzt drücke ich auf Beenden. Tschüss.